Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe unseres Formates Wirtschaftsespresso. In unserer letzten Ausgabe haben wir abgeleitet, dass wir vor einem gespaltenen Wirtschaftsjahr stehen. Das Winterhalbjahr 2021-22 wird vermutlich durch eine stärkere wirtschaftliche Schwäche geprägt sein, vor dem Hintergrund der anhaltenden Corona-Pandemie und der Maßnahmen, die notwendig sind, um diese Pandemie einzudämmen. Dieser Schwächephase sollte sich dann im Sommer 2022 eine durchaus dynamische Wachstumsentwicklung anschließen, vor dem Hintergrund wieder wärmerer Temperaturen und eben einer an Schrecken verlierenden Corona-Pandemie. Was dann aus dem Winterhalbjahr 2022-23 wird, bleibt abzuwarten. Es hängt entscheidend davon ab, was wir lernen in den nächsten Monaten, wie wir mit dem Virus umgehen und wie wir mit dem Virus leben können. Vor dem Hintergrund hartnäckiger Lieferengpässe, die sich vermutlich nur langsam ausschleichen werden im Jahresverlauf 2022, hoher Energiepreise und strengerer Umweltauflagen, müssen wir uns darauf einstellen, dass die Inflationsrate im Euroraum und auch in Deutschland vermutlich zum Teil deutlich über der Zielmarke der Europäischen Zentralbank liegen wird. Erst im weiteren Jahresverlauf 2022 und vor allen Dingen im Jahr 2023/24 sollte sich dann eine nachhaltige Entspannung an der Inflationsfront einstellen, sofern es dann eben nicht zu einer Lohnpreisspirale kommt. Aktuell halte ich dieses für ein relativ wahrscheinliches Szenario, dass wir eine solche Spirale verhindern können. Aber ich will auch zugeben, dass wir mit der Einschätzung unserer Inflationsprognose zu optimistisch waren. Wir müssen uns darauf einstellen, dass tatsächlich die Inflationsrate länger höher bleibt als ursprünglich gedacht und dass sie auch regionenübergreifend breiter gefächert ist als zunächst gedacht. Die Zentralbanken haben auf dieses Szenario bereits reagiert und ihren Expansionsgrad der Geldpolitik in vielen Volkswirtschaften dieser Welt zurückgefahren. Und wir werden uns darauf einstellen müssen, dass die Zentralbanken diesen Weg im Jahr 2022 weitergehen werden. Die US-Notenbank dürfte wahrscheinlich schon im März 2022 ihr Ankaufprogramm von Wertpapieren einstellen. Und wir können uns darauf einstellen, dass vermutlich bereits im März 2022 die erste Leitzinserhöhung seit Ende 2018 folgen wird. Im Jahresverlauf 2022 sollten sich dann zwei weitere, wenn nicht sogar drei Leitzinserhöhungen anschließen. Auch die Europäische Zentralbank wird in diesem Jahr den Expansionsgrad ihrer Geldpolitik zurückfahren. Sie wird vermutlich das Ankaufvolumen ihrer Wertpapierankaufprogramme zurückfahren. Leitzinserhöhungen sehe ich allerdings in diesem Jahr von seitens der Europäischen Zentralbank gleich aus mehreren Gründen nicht. Zum einen ist festzuhalten, dass die hohen Inflationsraten, die wir aktuell im Euroraum und in Deutschland beobachten können, vor allen Dingen von der Angebotsseite dominiert sind. Das geldpolitische Instrumentarium der Europäischen Zentralbank hat aber kaum die Möglichkeit, auf die Angebotsseite Einfluss zu nehmen. Es richtet sich vor allen Dingen auf die Nachfrageseite und in der aktuell von der Corona-Pandemie geschwächten Wirtschaft halte ich es kaum für möglich, dass die Europäische Zentralbank mittels eines restriktiveren Kurses die Nachfrage noch weiter dämpft. Hinzu kommt, dass aus verschiedenen Gründen in den vergangenen Jahren die Verschuldung im Euroraum sowohl im privaten Sektor als auch im öffentlichen Sektor deutlich gestiegen ist. Die aufkommende Frage nach der Schuldentragfähigkeit in einem Umfeld steigender Zinsen dürfte für reichlich Turbulenzen an den internationalen Börsenplätzen sorgen. Dies sollte die EZB meiner Meinung nach zu verhindern wissen. Hinzu kommt, dass das Niedrigzinsumfeld in den vergangenen Jahren zu einer Zombifizierung der Wirtschaft beigetragen hat. Viele Unternehmen sind hochverschuldet und haben aufgrund eines unprofitablen Geschäftsmodells kaum die Möglichkeit, aus dem operativen Ergebnis ihre Zinslast zu tragen. Diese Unternehmen sind auf ein anhaltend niedriges Zinsniveau angewiesen. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass die Europäische Zentralbank in einer von der Corona-Pandemie geschwächten Wirtschaft nun diesen Unternehmen durch steigende Zinsen das Wasser abgraben wird. Nicht nur die Europäische Zentralbank, sondern auch andere Zentralbanken sind in den vergangenen Jahren zum Kreditgeber in letzter Instanz geworden. Und es gleicht einem Balanceakt dieser Rolle, sich zu entledigen. Es bleibt spannend, wie die Zentralbanken rund um den Globus dies schaffen wollen. Außerdem ist der Dekarbonisierungsprozess der Wirtschaft nicht zum Nulltarif zu haben. Die mit der Energiewende einhergehenden Preiserhöhungen sind politisch gewollt und zumindest zum Teil von der Gesellschaft akzeptiert. Es ist kein Weg der Europäischen Zentralbank, sich diesem Dekarbonisierungsprozess mit steigenden Zinsen entgegenzustellen, denn sie würde diesen Prozess bremsen auf der einen Seite und zum anderen würde sie dazu beitragen, dass die für den Strukturwandel notwendigen Wachstumskräfte geschwächt werden. Alles in allem deuten diese Argumente darauf hin, dass die Europäische Zentralbank auch in diesem Jahr an ihrer Nullzinspolitik festhalten wird. In einem solchen Umfeld sehe ich kaum Möglichkeiten, dass die Renditen auf Staatsanleihen deutlich über die Nulllinie steigen. Für den Renditebringer im Portfolio bleibt es daher unveränderlich notwendig, in Sachwerte zu investieren. Dazu gehören Aktien, dazu gehören Immobilien. Wir sollten uns aber darauf einstellen, dass das Kapitalmarktgeschehen etwas volatiler zugehen wird als im vergangenen Jahr.
die Unsicherheit im Zuge des Fortgangs der Corona-Pandemie, aber auch der geldpolitische Wandel der Zentralbanken, der sich andeutet, dürfte dafür sorgen, dass die Nervosität der Kapitalmarktakteure in diesem Jahr hoch ist. Wir brauchen also alle ein etwas strengeres Nervenkostüm als im vergangenen Jahr. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund.